Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe von Morphe diese coole Jaclyn Hill Palette bekommen, die in Zusammenarbeit mit Morphe entstanden ist. Jaclyn Hill ist eine sehr bekannte YouTuberin aus den Staaten und sie hat, wie gesagt, diese Lidschatten kreiert mit Morphe zusammen. Und ich habe die heute bekommen, diese Palette, und ich habe mich so sehr gefreut. Und natürlich wollte ich gleich damit ein Video drehen, ein Tutorial. Und das ist auch der Look, der entstanden ist. Und ich würde mal sagen, ich fange auch schon direkt mit dem Tutorial an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als erstes fange ich natürlich mit einem Primer an. Und zwar verwende ich hier den Smashbox Photo Finish Primer, der wirklich sehr, sehr gut ist. Den verteile ich jetzt auf meine T-Zone. Und hier ein bisschen unter den Augen. So hält die Foundation einfach viel länger. Und ja, das ist bei einem Arm-Make-up wirklich ganz, ganz wichtig. Weiter geht's mit der Foundation. Ich verwende heute mal wieder die Clinique Super Balanced Foundation. Die ist wirklich sehr gut deckend, mag ich super, super gerne und habe ich jetzt viel zu lange nicht mehr verwendet. Gebe ich erstmal auf meinen Handrücken mit dem Pinsel dann auf mein Gesicht und blende es dann mit dem Beauty Blender ein. Ich sehe gerade, dass es wieder ein bisschen zu hell ist, weil ich im Urlaub war und ein bisschen gebräunt bin. Aber das macht nichts, denn ich werde dann nachher noch mein Gesicht etwas bronzen, konturieren und highlighten. Dann geht das wieder. Dann geht es auch schon weiter mit dem Concealer. Nach wie vor einer meiner Lieblinge ist der Naked Urban Decay Concealer. Finde ich wirklich super, super gut deckend. Lässt sich sehr schön verteilen, sehr cremig und riecht sehr gut. Nehme ich mal gleich für mein Augenlid her, einfach damit ich eine schöne Base habe für die Lidschatten. Bevor ich den Concealer mit Puder fixiere, werde ich noch einen cremigen Highlighter verwenden von Zu Eva. Den hatte ich schon ganz, ganz lange im Auge und jetzt habe ich ihn endlich und kann ihn mal verwenden. In der Farbe Corona. Das ist, wie gesagt, ein Strobing Gel cremiger Highlighter. Der passt jetzt nicht so ganz. Der ist ein bisschen rosé-stichig. Ich werde mal die andere Farbe hernehmen, und zwar Aureole heißt die Farbe. Das ist eher so ein bronziger Ton. Ich werde ihn jetzt einfach mal austesten. Werde ich erstmal mit dem Pinsel auftragen und dann mit dem Beauty Blender verblenden. Also ehrlich gesagt hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Als Base für einen Highlighter, also bevor man Pudring verwendet sozusagen, ist das ganz gut. Das hält natürlich viel länger und der pudrige Highlighter kommt viel besser rüber. Aber so solo für den Alltag würde ich ihn verwenden, aber jetzt nicht, wenn ich einen mega dollen Highlighter haben möchte. Also ja. Bin wenig enttäuscht, aber wie gesagt, für den Alltag ist er wirklich ganz, ganz schön. Aber ich kenne bessere cremige Highlighter, das auf jeden Fall. So, jetzt machen wir aber weiter mit dem Fixieren von dem Concealer. Ich verwende wie immer meine Nude by Nature Highlight und Contour Palette. Das ist ein sehr tolles, deckendes Puder. Benutze ich wirklich super gerne. Und die Palette kann man wirklich überall mitnehmen. Auch heute schmiege ich erst mein Gesicht zu Ende und gehe dann über zu den Augen. Und zum Bronzen verwende ich aus der neuen Kiko Limited Edition diesen riesigen Bronzer. Der hat ein bisschen Fallout, also aufpassen. Die Kollektion gibt es jetzt, glaube ich, im Handel. Ist die Herbstkollektion. Und ja, alles, was ich heute in diesem Video verwende, verlinke ich euch wie immer in der Infobox. So könnt ihr mal gerne reinschauen. Und auch dieser Pinsel von Zu Eva ist neu. Das ist aus der Bamboo-Kollektion. Ist zwar zum Highlighten, verwende ich aber jetzt mal zum Bronzen. Kann man aber, denke ich, auch zum Konturieren sehr, sehr gut verwenden. Ist die Nummer 105. Es tut auf jeden Fall wieder so gut zu drehen. Ich habe das total vermisst in den letzten 2 Wochen, wo ich kein Video hochgeladen habe. Sorry dafür nochmal, aber meine Familie aus den Staaten ist gerade zu Besuch und deswegen habe ich mir mal eine kleine Auszeit genommen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das alles mitbekommen. Da habe ich euch auch natürlich ein bisschen mitgenommen und gezeigt, was für Ausflüge wir mit der Familie gemacht haben. Es ist echt wirklich so, so schön, einfach Zeit mit ihnen zu verbringen. Vor allem, wenn sie nicht hier wohnen. Ich mache jetzt weiter mit dem
konturieren. Da verwende ich den Hoola Benefit Bronzer und ein Zoeva Konturpinsel 109. Als Blush nehme ich den Le Blush von L'Oreal in der Nummer 90. Ja, das ist so ein schönes Pink mit ein bisschen Glitzerpartikel. So bringe ich ein bisschen wieder Farbe ins Gesicht. Und da ich noch auf jeden Fall mehr Highlighter benötige, nehme ich jetzt einer meiner Lieblinge, der Becca Opal Highlighter. Das ist so ein schöner Champagnerton. Also die Becca Highlighter sind wirklich ihr Hype wert. Ich habe den jetzt seit ein paar Wochen und benutze ihn fast täglich, weil er so, so gut ist. So, endlich den Pinsel gefunden. Auch ein sehr guter Highlighter-Pinsel ist der 134er von Zoeva. Wow, seht ihr das? Das ist ein Highlighter. Oh mein Gott. Jetzt an dieser Stelle würde ich ein Fixierspray verwenden, aber leider habe ich den gerade nicht da, weil ich in dem neuen Office drehe, wie ihr sehen könnt. Also wenn ihr eins zu Hause habt, dann sprüht einmal aufs Gesicht, dann settet alles. Die pudrigen Produkte mit den cremigen vermischen sich und das gibt wirklich ein sehr schönes Finish. Jetzt mache ich weiter mit den Augenbrauen. Wie immer verwende ich den Augenbrauenpinsel von Benefit. Der ist wirklich so, so gut. Der hat so eine dicke Mine, gibt es aber auch in etwas dünner. Und damit fülle ich jetzt meine Augenbrauen auf. Nachdem ich meine Augenbrauen immer mit einem Augenbrauenstift aufgefüllt habe, packe ich immer noch gerne Puder drauf. So hält es nämlich viel, viel länger und macht das Ganze, wie ich finde, ein bisschen natürlicher. Ich habe hier die Zoeva Brow Spectrum Palette und ich nehme mal erstmal diesen Ton her. Was auch nicht bei meiner Augenbrauenroutine fehlen darf und ihr sicherlich schon tausendmal gesehen habt, ist mein Anastasia Clay Brow Gel. Ja, und der ist so eine Art Kleber für die Augenbrauenhärchen. Die bewegen sich danach keinen Millimeter und ich liebe dieses Augenbrauengel einfach. Ich habe schon so viele verwendet und das von Anastasia Beverly Hills, seitdem ich das habe, ist glaube ich schon mein zweites oder drittes, verwende ich nur noch. Jetzt kommen wir endlich zu dem Highlight von diesem Video und zwar zu den Augen, die jetzt zwar noch ungeschminkt sind, aber ich gleich mit dieser Jaclyn Hill und Morphe Palette schminken werde. Morphe kennt ihr sicherlich, ich habe so viele Paletten von der Firma, einfach weil die so, so gut sind und vor allem preiswert. Ihr bekommt immer so riesige Paletten für 20 bis 25 Euro und die sind so gut pigmentiert. So schaut diese Palette aus. Die normalen Morphe Paletten sind eigentlich schwarz und aus Plastik. Die ist hier aber aus Pappe und eher in so einem Hellgrau. Und hat diese wunderschönen Lidschatten. Wie toll schauen die bitte aus. Diese Palette hat super, super viele matte Farben, aber genauso viele schimmernde Lidschatten. Und wie gesagt, die sind so gut pigmentiert. Das werdet ihr auch gleich sehen. Und besonders diese Palette, diese Farben gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Ich würde mal sagen, ich fange gleich an mit dieser hellen Farbe für meinen Braunbogen. Der hat auch einen mega schönen Highlight. Verwende ich auch mal gleich für meinen Innenaugenwinkel. Als nächstes einen matten Lidschatten für den Übergang auf meine Lidfalte. Ich habe jetzt wie gesagt mein Setting Spray nicht dabei, welches ich jetzt eigentlich für die schimmernden Lidschatten verwenden wollte, aber eigentlich ist es ganz gut so, denn ihr könnt jetzt direkt sehen, wie pigmentiert diese Lidschatten sind, einfach ohne ein Setting Spray. Und ich werde jetzt diese schöne rostrote Farbe verwenden. Also diese Farbe ist wirklich der Hammer. Und ich habe kein Setting Spray verwendet, nichts, und die sind so gut pigmentiert. Ich habe jetzt so den gleichen Lidschatten nur in matt genommen und werde das jetzt für meinen Innen- und Außenwinkel hernehmen. Und dann auch gleich alles miteinander verblenden. Jetzt nehme ich nochmal den Pinsel her und die schimmernde rote Farbe und tupfe sie nochmal
hier auf die Mitte auf. Wieder intensivieren ein bisschen. Ich habe wirklich super, super wenig Fallout. Also ja, wie ihr sehen könnt, ich bin super begeistert von den Lidschatten. Die sind wirklich einen Kauf wert und dieses Video ist auch nicht gesponsert. Die lege ich euch wirklich ans Herz. Vor allem für die Mädels, die sich super gerne schminken, aber nicht sehr viel ausgeben möchten. Mit solchen Paletten könnt ihr so viele Looks kreieren und das für wenig Geld. Und jetzt trage ich den dunkleren Lidschatten, den ich für den Innenaußenwinkel aufgetragen habe, nochmal für den unteren Wimpernkranz. Ich trage jetzt keinen Eyeliner auf, sondern mache gleich weiter mit den Wimpern und die biege ich erstmal mit meiner Tweezerman Wimpernzange zurecht. Ich verwende die Marc Jacobs Wimperntusche, die in meiner Sephora Goodie Bag drin war. Und für die falschen Wimpern verwende ich die Samantha Huda Beauty Lashes, die ich schon tausendmal verwendet habe. Und auch den Huda Beauty Wimpernkleber werde ich verwenden. Tada, die Wimpern sind drauf. Einer meiner Lieblinge von Huda Beauty. Jetzt werde ich noch meine unteren Wimpern mit der Maximod Kiko Mascara tuschen, die wirklich perfekt ist für die unteren, kleineren Wimpern. Ich nehme nochmal meine Marc Jacobs Wimperntusche her und tusche meine echten mit den unechten Wimpern. So wirkt das einfach ein bisschen natürlicher und man sieht nicht gleich, dass das falsche Wimpern sind. Für meine Lippen, der passt auch super gut, verwende ich jetzt den Micellin Lip Liner in der Nummer 124. Und den Lippenstift Mehr, der so gut zu diesem Look passt. Und dieser Lippenstift ist von MAC. Und so schaut auch der fertige Look aus, den ich nur mit dieser tollen Jaclyn Hill Morphe Palette geschminkt habe. Ich liebe diese Palette über alles. Ich liebe allgemein alle meine Morphe Paletten, aber diese hier hat wirklich super, super schöne Farben. Schimmernde und matte. Also wirklich tolle Farbauswahl. Man kann damit super schlichte Augen-Make-ups schminken, aber auch super dramatische. Ich sag nur diese Farben hier. Also mega, mega cool. Ein Spiegel wäre ganz cool. Aber einen Spiegel haben diese Morphe-Paletten allgemein nicht. Ja, hat auch wahrscheinlich was mit dem Preis zu tun. Ich hoffe natürlich wie immer, dass dieses Tutorial euch gefallen hat, so wie auch der Look. Schreibt mir sehr gerne, was ihr von dieser Palette hält oder ob ihr auch schon Morphe-Paletten ausprobiert habt und wie ihr die findet. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten folgt mir auch sehr gerne auf Instagram und schaut auch gerne auf meinem Fashion-Blog vorbei. Dort habe ich nämlich ganz viele Outfits jetzt aus Ibiza hochgeladen. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei euch fürs Zuschauen und hoffe auch, dass ihr das nächste Mal einschalten werdet. Tschüss!